Was passiert mit denen? Sind die jetzt nicht beim Lager oder erstmal hier den Teleporter finden? Ich will kurz ein paar Dinge prüfen. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Tatsache, Kaya, Tatsache. Wo ist denn hier der vermaledeite Teleporter? Ihr wollt mir doch nicht sagen. Ihr wollt doch nicht sagen, dass hier irgendwo ein Lager ist ohne. Ne, die stehen alle noch im Lager, alles klar. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, das ist einfach nur Erfahrung. Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws kämpft an meiner Seite. Wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager, aber meinetwegen. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps. Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Ich meine, es gibt Erfahrung. Was beschwert mich nicht? 25. Wir könnten uns eigentlich mal auf aufs Geld konzentrieren wieder, ne? Ah, verdammt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Hi, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der 4. Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Der Name passt eigentlich zu den Klerikern. Die haben eigentlich immer so deutsche Namen, ne? Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Jupp. Yep. Könntest du den Gleiter bergen? Ha, das ist dein Ernst, nicht wahr? Hm, ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps. Hm,
Naja, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Hm, zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, du lässt nicht locker, was? Nein. Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Ich bring dir so ein Ding. Mach dir darüber keine Sorgen. So. Oh, ich weiß, wo das ist. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ich weiß ganz genau, was es ist und wo das ist. Und wir waren da schon mal und dem sind wir ausgewichen. Ich muss echt was finden, um das Chatpack zu verlängern. Da sind wir damals fast verreckt drin. Aber jetzt? Sag mal so, es könnte funktionieren. Sorry, Kaya. Ausgezeichnet. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Was war das für ein Schrei? Ich würde irrsinnig gerne gerade noch auf den Berg da hochgehen, wenn wir schon da sind. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. So, so ein Trank. Yo, nein. Dieses Giftschwert ist so stark, das ist abartig. Ich glaube, das wird uns eine ganze Weile begleiten. Wenn nicht sogar bis zum Schluss. Oh, Trockenfleisch, das brauchen wir sowieso noch.
Was brauche ich noch für die andere Vorbereitungsquest an meinen Typen? Okay, hier nicht so hoch, als würden wir da hoch durchkommen. Also wird's doch ein Klettern nach außen. Oh, genau. Okay, ich glaube, da hoch können wir nicht. Nicht ohne. Wenn die Kamera zu nah dran ist, dann geht das nicht. Lager der Mitte, Rebellen der Sonne, irgendwo hier. Hier. Ich meine, wir können auch die Steak-Teller machen. Da fehlt noch was. So. Steak-Teller geben uns auch nochmal extra Angriffskraft. Das können wir auch noch gut verwenden. Harley? Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, schon.